Hey, Counter-Strike, was machst du? Warum? What is happening? Kannst du bitte noch was bringen? Aber wenn du Bock hast, kannst du noch einen Korn abholen. Wenn du Bock hast, haben wir Korn hier. Tschelle, meine Damen und Herren. Warum ist Counter-Strike gerade so graupelig? So eine Nulpe. Das letzte Update ist 1 Million Jahre her. Oder halt bald einen Monat. Die Bans wurden zwar hochgefahren, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist auch nicht so besonders. Schau dich erstmal an. Es ist so ein bisschen, aber auch so, naja, was soll ich damit anfangen? Und langsam aber sicher könnte man schon ein Update reinfahren, nicht wahr? Und wenn ich mir noch einmal so ein Overwatch anschauen muss, dann flippe ich aus. Keine Skins! Und dann auch noch eindeutig am Cheaten. Muss das? Das ist halt einfach im Moment echt Dogshit. Und so eine Operation. Oh, das wäre so richtige weihnachtliche Freude. Mal wieder ein paar Missionchen machen. Wieder richtig Spaß an Counter-Strike haben. Und eben auch so ein paar quatschige Geschichten machen, wie sprüh deine Kollegen mit Scheiße voll. Aber hey, es wäre auf jeden Fall wieder ein neuer Wind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier reinschaue, dann habe ich echt die Befürchtung, dass es halt dann wohl doch irgendwie nichts wird. Also meine Quellen, beziehungsweise die Community sagt, wenn diese Woche noch was kommt, dann wohl eine Operation. Wenn diese Woche nichts mehr kommt, dann wird dieses Jahr auch nichts mehr kommen. Warum das jetzt genau dann so ablaufen soll, kann ich gar nicht sagen, aber vom Feeling her hätte ich dazu gestimmt. Dass wenn jetzt nichts kommt, dann ist ja auch schon Weihnachten und Silvester und sowas und da gab es, soweit ich sehen kann, noch nie irgendwie ein großartiges, fettes Update. Wenn dann im November, Dezember ist ja eigentlich fast too late und dann erst wieder im Februar. Wenn man sich die letzten Releases anschaut, haben wir ja nur diese eine Operation Broken Fang, die im Dezember kam. Sonst haben wir September, November, Mai, Februar, Mai, November, Juli, Februar, September, April. Und das war's. Und dieser 3. Dezember, da hatten wir alle noch Hoffnung, jetzt ist schon der 6. Es wird schwierig. Falls hier wirklich was kommen sollte jetzt noch, dann haben sie es wirklich sehr, sehr spät gepresst. Die Daumen sind noch gedrückt, ich sage auch diese Woche noch, aber dann müssen wir uns wohl damit abfinden, dass es dann erst im Januar, beziehungsweise höchstwahrscheinlich erst im Februar wieder soweit sein wird, bis es da was gibt. Aber bis dahin machen wir natürlich trotzdem einfach heiter weiter. Wir hatten noch ein Giveaway offen. Und zwar ging es da um eine Glock 18 Snack Attack. Das ist dieses schöne Teil hier. Und die konnte man wie folgt im letzten Overwatch gewinnen. Und zwar habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Ich guck kurz. Wie stehst du zu CSGO Gambling? Ich erinnere mich wieder. Also wer dann hier über CSGO Gambling kommentiert hat, der war automatisch mit im Giveaway drin. Dann machen wir die Sache hier mal ready. Södele. 40 Kommentare. Vielen Dank dafür, meine Damen und Herren. Wir schauen einfach mal rein, wer gewonnen hat. Denkt dran, der Kommentierende muss etwas über CSGO Gambling schreiben, sonst zählt es leider nicht. Wenn man nichts isst und ein Geräusch hört, okay. No Name schon wieder? Der hat letztens erst gewonnen. Gerade letztens. CSGO Gambling finde ich eigentlich ganz in Ordnung, doch ich bevorzuge Poker. Denn so handhabt ja auch jedes Match, alles klar. Du hast also diese leckere Glock 18 Snack Attack gewonnen. Und diesmal machen wir es ganz einfach mit dem Trade Link. Und zwar, du schreibst hier unter dem Video, oh wow, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Richtig cool. Und dann machst du folgendes. Du gehst auf deinen Kanal, mit dem du ja auch kommentierst, und schreibst einfach in deine Kanalinfo, also hier, deinen Trade Link rein. Bing bong, Alter. Genial, oder? So haben wir ganz safe, dass es auch an den richtigen geht. Keine Sorge, bis jetzt ging es immer an den richtigen. Aber wir mussten immer krepeln mit Trade Link abkürzen und was weiß ich. Also ihr geht dann einfach, wenn ihr was gewinnt bei mir, geht ihr einfach in euren YouTube-Kanal, in die Info und schreibt dann da den Trade-Link hin. Und schreibt mir unter diesem Video, wo ihr gewonnen habt, also NoName, du schreibst jetzt hier drunter, wow, ich habe ja gewonnen, oh ho ho ho, easy. Ah, ich sehe gerade, letztes Mal hat anonym gewonnen, nicht NoName. Alles klar, gut. Der hatte zweimal der gleiche, aber anonym und NoName, naja, kann man schon mal verwechseln, ne? Und natürlich wäre ich ein Superkeck, wenn es nicht noch ein Giveaway kommen würde. Ein neues. Und dafür machen wir richtig locker dieses Statric USPS Cortex. Was ein geiles Teil, meine Damen und Herren. Wenn ihr hier mitmachen wollt, schreibt ihr über folgendes Thema noch etwas zu eurem Kommentar hinzu. Und zwar, hast du Holy bereits probiert? Ist eine Partnerschaft von mir und da bin ich seit Monaten dabei, immer mal wieder halt kurz meistens in den Livestreams zu erwähnen, dass ich den Kram trinke und dass man mal, wenn man möchte, probieren kann. Ist ein E-Drink zum Selbstanmixen, aber mittlerweile haben sie auch Eistee und so weiter und so fort. Und ja, hast du das einfach mal probiert? Jetzt nicht zwingend nur über mich, auch so generell. Hast du davon schon mal was gesüffelt? Und falls ja, dann kann man natürlich auch sagen, wie es einem so geschmeckt hat. Jetzt sind die neuen Geschmäcker am Start. Also hier einmal Plum Cinnamon. Ist halt weihnachtsmäßig ein Special. Und Baked Apple. Die werde ich mir heute auch im Stream reinpfeifen, die zwei. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns somit im nächsten Video oder im nächsten Livestream auf Twitch. Der ist jetzt auch gleich am Start ab 18 Uhr. Lass es krachen. Ich gucke jetzt wieder, dass wir mit den Uploads wieder etwas hochfahren. Ich habe jetzt eine Woche lang ein bisschen, habe ich es hängen lassen. Habe nur jeden dritten Tag, glaube ich, hochgeladen oder sogar nur jeden vierten. Obwohl wir eigentlich ja bei jedem zweiten Tag standen. Aber privat ging es ein bisschen drunter und drüber. Und CSGO ist halt einfach gerade, wie es ist. Es ist wirklich ein bisschen nervig. Man hat immer denselben Scheiß. Ich gucke meinen Overwatch an. Scheißdreck. Ich gucke nach Updates. Nix.
Ich gucke in die Buns rein. Naja. Ganz kleines bisschen. Vielen Dank für die Kommentare. Haut da rein. Danke für die Likes und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram.